Liebe Maram, ich bin Rima und lebe in Deutschland. Meine Klasse, die 6C, hat sich mit unserem Deutschlehrer ein Video angeguckt. Im Video hast du uns erzählt, dass du im Flüchtlingslager Sagdari lebst und später mal Ärztin werden möchtest. Glaub immer an deine Träume und Ziele, weil wenn du nicht an dich glaubst, würde es keine andere Person machen. Aber du sollst wissen, dass ich an dich glaube, weil ich weiß, dass du es schaffen wirst. Komme, was wolle. Hallo Maram, es gibt nichts, was unmöglich ist. Du hast was in dir, du kannst es schaffen. Ich glaube an dich. مرحبا مرام، أنا شفت الفيديو تبعك من كم أسبوع وزعلت. أنا بدي إنه تضلك أنت قوية وما تزعلي. أنت رح تقدري تحلمي أحلامك. Du bist ein wunderbares Mädchen. Ich glaube an dich, Maram. Du hast ein gutes Herz, denn du denkst nicht nur an dich, sondern auch an die Leute, die Hilfe brauchen. Zum Beispiel die in Syrien oder im Flüchtlingslager Zaatari. Ich habe gehört, dass du Ärztin werden möchtest, woran ich sehr glaube. Ich bin davon überzeugt, dass du es schaffen wirst. Bitte spitze deine Ohren. Maram, ich glaube an dich. Ich habe von meinem Lehrer gehört, dass du in Syrien lebtest. Traurigerweise herrscht in Syrien ein Bürgerkrieg. Deswegen musstest du ins Flüchtlingslager Sa'atari flüchten. Je mehr du an dir arbeitest, desto schneller kommst du an dein Ziel. Ich hatte das gleiche Gefühl wie du, weil ich selber ein Flüchtling bin. Liebe Maram, ich hoffe sehr, dass du bald eine Schule besuchen darfst, so wie wir, damit du deine Ziele erreichst. Ich weiß, dass du Ärztin werden willst und dass du es schaffen wirst. Ich glaube an dich. Wenn ich mal groß bin, möchte ich auch etwas spenden. Meiner Meinung nach ist das Wichtigste, dass wir ein Haus, eine Schule und unsere Eltern eine tolle Arbeit haben. Maram, ich glaube an dich. Ich konnte erst einmal nicht fassen, dass so ein tolles Mädchen wie du so vieles erlebt hat, aber immer noch ans Studieren und Lernen denkt, um Ärztin zu werden. Maram, ich glaube an dich. Manchmal kommt es mir so vor, als ob die Menschen in Not die schönsten Träume haben, aber auch am glücklichsten sind. Sie schätzen alles, was sie haben und die, die alles haben wollen, immer mehr. Trau dich stets, das zu machen, wonach du dich sehnst. Du bist nicht schwach. Es ist vollkommen egal, ob man 15 Jahre oder 8 Jahre alt ist. Denn es zählt nur das, was du kannst.